Lassen Sie mich mal damit beginnen, dass ich schönen guten Abend sage. Wir haben ein sehr kompliziertes Protokoll heute. Da wir ja in der Krüger-Kolloquium-Sitzung nicht mit Anmeldungen arbeiten, wissen wir immer gar nicht, wer an Ehrengästen dann auch kommt. Deswegen muss ich ein bisschen durch die Reihen gucken und ich darf natürlich unseren heutigen Redner und Ehrengast Herrn Botschafter Exzellenz Xi Mingde begrüßen und in alter Verbundenheit den Vizepräsidenten der Wuhan University of Geoscience, Herr Professor Xulong Lai. Bitte begrüßen Sie auch mit uns den Ministerpräsidenten Professor Biedenkopf. Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute hierher gekommen sind, auch als Mitglied unseres Kuratoriums, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also unseres Hochschulrates und damit auch den Vorsitzenden des Hochschulrates, Professor Schmidt. Kurzfristig und deswegen auch ganz besonders erfreulich, wir haben uns vorgestern Abend getroffen. Ich begrüße den Präsidenten der Sächsischen Akademie der Wissenschaft, Herr Professor Wiesmet. Das ist mir eine besondere Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Herr Oberbürgermeister Krüger, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns heute Abend schon wieder hier sehen. Wir wissen, dass wir beide einen unheimlich gedrängten Terminkalender haben. Deswegen schönen Dank für Ihren Besuch. Und die Gäste aus China, die mit dem Vizepräsidenten die Bergakademie besuchen. Ich begrüße die Abgeordneten aus dem Landtag und aus dem Bundestag, die Vertreter des öffentlichen Lebens. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute auch Frau Dr. Lindemann mit Kolleginnen und Kollegen aus und Mitglieder aus der Global Bridges zu begrüßen. Wir sind, und dafür bin ich sehr dankbar, bei Ihnen aufgenommen worden, dass wir Partner Ihrer Vereinigung sind. Und das begießen wir heute Abend auch, denn das ist so frisch, dass man das nochmal erwähnen darf und auch unsere Freude zum Ausdruck bringen darf. Global Bridges ist eine Organisation, die, wie in ihrem Namen schon steht, Brücken schlagen möchte zwischen den Nationen. Und ich glaube, der Herr Botschafter kennt Frau Dr. Lindemann auch sehr gut. Das gelingt in dieser Vereinigung und in dieser Organisation besonders gut. Und es passt auch zu uns, denn die Universität Bergakademie Freiberg ist eine der internationalsten Universitäten. Wenn man betrachtet, wie viele Mitglieder unserer Universität aus dem Ausland kommen, dann können wir uns das sicherlich anheften. Nicht der Größe nach, aber der Anzahl oder des Verhältnisses der internationalen Gäste sind wir sicherlich eine der stärksten in Sachsen. Ich freue mich auch, dass Vertreter des Senates hier sind und weitere Vertreter des Hochschulrates. Es ist besonders erfreulich, die große Anzahl von Professoren heute auch hier zu sehen. Deswegen fällt es mir fast schwer, ich darf das mal zusammenfassen, Spektabilitäten und Honorabilis herzlich willkommen. Nicht zuletzt, denn Sie sind unsere ganz willkommenen Gäste, einen herzlichen Gruß an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Freiberg und an die Studierenden der Universität. Sie sehen, wir haben einen vollen Saal. Wir konnten nicht mehr alle im Saal unterbringen, obwohl wir nachbestuhlt haben, sondern rechts und links oben sitzen auch Zuhörer. Ich glaube, lieber Herr Botschafter, das zeigt, wie interessant Ihr Thema ist. Wir wollen einen Dialog führen über Umwelt- und Klimaschutz. Und wie Sie vielleicht wissen, haben wir im vergangenen Jahr bereits einen besonderen Besuch aus China in dieser Region und auch in Freiberg gehabt. Herr Du Shaosong erhielt Ende November in Chemnitz den Hans-Karl-von-Carlowitz-Preis für Nachhaltigkeit, gemeinsam mit seinem Laudator, unserem Kollegen Professor Niang Wei, aus
Wuhan, nämlich von der Wuhan University of Science and Technology, war er an der TU Bergakademie zu Gast und informierte sich unter anderem über den aktuellen Stand der Forschung zum Thema Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft an unserem Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen. Da arbeiten wir natürlich auch mit chinesischen Partnern zusammen, aber auch weltweit mit anderen Partnern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag der Universität, wie diese Universität auch weitere wichtige Beiträge zu dem Thema Umweltschutz und Umgang mit unseren Ressourcen immer wieder anbietet. Wir sind sehr stolz, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit, der ja verbunden ist hier im Erzgebirge mit dem Namen Hans-Karl von Karlowitz, seinen Weg bis nach China gefunden hat und uns und unsere Partner in China verbindet. Wir waren eben in einer vorhergehenden Veranstaltung in der Aula, und diejenigen, die von Ihnen die Aula vielleicht kennen, unserer Universität, sonst ist die Aula immer ein ganz großer Raum, das ist ein relativ kleiner Raum, aber da hängen die Bilder der altvorderen Oberberghauptmänner. Und ich hatte erläutert, eigentlich im weitesten Sinne sind das Vorgänger von mir, denn die Oberberghauptmänner hatten ja die Kuratel über die Bergakademie zumindest bis vor 150 Jahren. Es ist also ganz interessant, dieses Jahr, eigentlich schon fast einen halben Monat vorbei, feiern wir auch 150 Jahre Unabhängigkeit der Bergakademie vom Oberbergamt. Tut mir leid. Aber ich glaube, das ist auch ganz in Ordnung, denn das zeigt die Unabhängigkeit der Wissenschaft vom Staat auch. Auf der anderen Seite können wir sagen, okay, vor 100 Jahren haben wir dann das Bergwerk bekommen, also wir haben auch eine gute Verknüpfung weiterhin. Ich komme zurück auf Herrn Du Shaosong. Es ist nicht selbstverständlich, dass er den Hans-Karl von Karlowitz-Preis erhalten hat. Es ist natürlich schon eine Ehrung, weil wir in ihm jemanden gesehen haben, der sich für ökologische Zivilisation, die Kreislaufwirtschaft und den Einsatz für eine CO2-arme Produktion und Lebensweise in China besonders hervorgetan hat. Er war Leiter der Umweltbehörde in Beijing und leitete dann die Gesellschaft für Umweltwissenschaft in Peking, einer Nichtregierungsorganisation. Du Shaosong unternimmt Reisen durch China, um die Öffentlichkeit über ökologisch nachahmenswerte Projekte aufmerksam zu machen. Über soziale Medien erreicht er mehr als 5 Millionen seiner chinesischen Mitbürger. Wenig im Verhältnis zur Gesamtpopulation Chinas, aber ein interessanter Beitrag. Heute werden wir einen weiteren Blickwinkel auf die Umweltsituation und auf Lösungen von unserem verehrten Gast, dem Botschafter, erhalten. Das ist natürlich gravierend. China hat knapp 1,4 Milliarden Einwohner. Ich hoffe, das ist noch aktuell heute. Es ist damit das bevölkerungsreichste Land der Erde und ist für ein Drittel der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Kein Land stößt mehr CO2 aus als China. Das ist aus deutscher Sicht natürlich relativ einfach zu sagen. Ich möchte mal wissen, wie das wäre, wenn wir nur 3-mal so viele Einwohner hätten, als wir heute haben. Ich will gar nicht an die Zahlen ran, die China hat. Und wenn wir dieselben Anstrengungen machen müssten, die China heute macht, um das Land zu modernisieren und stärker in der Wirtschaft aufzustellen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Land, das in den letzten 30 Jahren eine so massive wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat, sich heute darum Gedanken macht, wie gehen wir eigentlich mit unserer Umwelt um. Vergessen wir mal nicht, dass rauchende Schlote in der Region, Herr Biedenkopf, die Sie besonders gut kennen aus Ihrer Region, in Nordrhein-Westfalen, Merkmal waren für eine prosperierende Wirtschaft. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran,
dass es Wahlkampfparolen vor 50 Jahren gab. Der Himmel über Nordrhein-Westfalen oder über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Und vielleicht erinnern wir uns auch daran, das ist jetzt 30 Jahre her, wie es in dieser Region vor 30 Jahren aussah. Also ich glaube, der Spruch, immer wenn man so auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf einen zurück, passt da ganz besonders. Und deswegen ist es sehr zu schätzen, wenn ein Land wie China mit vielen, vielen Themen, die zu behandeln sind, heute eigentlich ein Flaggenträger für Umweltschutz und für vernünftigen Umgang mit der Umwelt sein will. Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass man dann an Umweltprobleme denkt, wenn man sie zu spüren bekommt. Ja, das geht uns auch nicht anders. Sobald der Gestank der PKWs übermächtig wurde, haben wir die Katalysatoren eingebaut, ja, und haben dann gesagt, das wollen wir nicht mehr. Als die Möglichkeit bestand, vom Zweitakter umzusteigen auf eine andere Motorisierung hier in Sachsen und in den neuen Bundesländern, hat man das schnell ergriffen, weil einem der Gestank eben auch gestunken hat. Und als die Möglichkeit bestand, Erdgas statt Kohleöfen zu machen, ist das dankend aufgenommen worden, weil es die Luft deutlich verbessert hat. Und ich glaube, wer die Bilder aus China kennt, die ja durch die Presse gegangen sind und auch durch die Medien, wenn Beijing eben in einem Nebel und in Smog zu sehen ist, dann ist einem sehr schnell klar, dass die Anstrengungen nicht nur der Regierung, sondern auch der Menschen in die Richtung gehen, das wollen wir verbessern, denn es verbessert unsere eigene Lebensqualität. Wir müssen immer gar nicht denken, wir wollen die Erde retten. Es reicht schon manches Mal, wenn wir daran denken, dass wir unseren Lebensraum unmittelbar retten und unseren Lebensraum unmittelbar besser gestalten. Fast so wie mit der Demokratie. Wenn sich jeder mehr um das kümmern würde, was sich in seinem unmittelbaren Lebensraum abspielt, würde es sicherlich auch zuträglicher sein und der Egoismus etwas abflachen. Ich hatte eben in der Begrüßungsreihenfolge den Vizepräsidenten der Universität für Geowissenschaften der chinesischen Metropole Wuhan begrüßt. Er ist ein besonders guter Freund der Universität, wie auch seine Kollegen in Wuhan, denn mit dieser Universität verbinden uns seit etlichen Jahren gute Abkommen und gute fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Bereich der Forschung, aber auch der Ausbildung. Das hat natürlich auch dazu mit beigetragen, dass, wenn Sie sich umgucken, wir auch viele unserer chinesischen Studierenden heute Abend hier haben. Denn die chinesischen Studierenden bilden die größte Gruppe bei den ausländischen Studierenden und bei etwa 1100 Studierenden aus dem Ausland. Das heißt also etwas mehr als 25% unserer Gesamtzahl der Studierenden, soll das schon was heißen. Ich könnte jetzt hier noch, glaube ich, so 2-3 Stunden erzählen. Das ist aber nicht der Sinn der Übung. Der Sinn der Übung ist, dass wir einen Gast haben und Exzellenz, lieber Herr Botschafter, nach 5 Jahren sind Sie zurückgekommen nach Freiberg. Das ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Sie sind jetzt zum zweiten Mal hier und daraus wird eine Tradition. Jetzt erwarten wir, dass Sie in 5 Jahren wiederkommen und wenn möglich vielleicht auch früher. Wir sind sehr gespannt, was Sie als Insider heute zu uns sagen werden und was Sie wissen, was der chinesische Staat im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz macht. Und insofern sind Sie ein ausgewiesener Experte, denn Sie haben all das erlebt, hier vor Ort, was ich eben beschrieben habe. Stinkende Heizungen und stinkende Zweitakter. Denn Sie sind seit den 70er Jahren in Deutschland und sind mehrfach in der chinesischen Botschaft in Deutschland eingesetzt worden. Nun leiten Sie sie. Und
Das ist etwas, was wir sehr gut finden, denn Ihre Verbundenheit zu Freiberg begrüßen wir natürlich ganz besonders. Lieber Herr Botschafter, ich übergebe Ihnen gern das Wort und wir sind gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Bitte schön. Vielen Dank. So, sehr geehrter Herr Professor Dr. Babelknecht, sehr geehrter Professor Biedenkopf, sehr geehrte Frau Lindemann, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und auch große Ehre, wieder in Freiberg bei Ihnen zu sein. Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor 5 Jahren bei Ihnen einen Vortrag gehalten habe. Ich bin gern gekommen, weil ich in der Universität sehe ich eine Stätte der langen Tradition und Freundschaft zwischen Freiberg und China. Mir wurde berichtet, dass schon vor mehr als 100 Jahren während der Qing-Dynastie der Kaiser die ersten Studenten schon nach Europa, vor allem nach Deutschland, schickte. Und einige von ihnen haben hier in Freiberg studiert und ihre Wissen nach China genommen und zur Industrialisierung Chinas beigetragen. Und die berühmteste Person, die hier studiert hat, war später Herr Lorgan, das Politbüro-Mitglied, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros. Und schon zur DDR-Zeit haben wir sehr enge Kooperation miteinander. Und es freut mich auch sehr zu hören, dass jetzt über 250 chinesische Studenten an der Universität studieren, die überaus über positive Erfahrungen und persönliche Erlebnisse verfügen. Das eine, was Ihnen fehlt, ist das Großstadtleben. Aber ich sage, hier in der Ruhr können Sie besser sich konzentrieren auf das Studium. Die Versuchung in den Großstädten ist zu groß. Ich bin gern gekommen und mein heutiges Thema ist Umwelt und Klimawandel. Das ist auch ein Thema in allen Munde der Welt. Die USA ist aus dem Klimawandel ausgestiegen. Was machen wir? China steht weiter zu seinen internationalen Verpflichtungen. Das ist nicht, um den anderen einen Gefallen zu tun, sondern aus eigenem Interesse. Ich bin vor 46 Jahren mit dem Zug von Peking nach Berlin gefahren, um in Ost-Berlin zu studieren. Ich habe die ganze Zeit oder die ganze Entwicklung in China, in Deutschland und die Wende auch hier miterlebt. In diesen 40 Jahren, mehr als 40 Jahren, hat sich China grundlegend verändert. Und China hat die Welt auch ein bisschen verändert. Vor 40 Jahren lag das Bruttoinlandsprodukt Chinas nur bei 1,8%. Und jetzt liegt es schon mehr als 15%. China ist schon zu der zweiten Volkswirtschaft der Welt entwickelt, mit 12 Billionen US-Dollar. Weltweit gibt es nur 2 Staaten, die USA 18 und China 12 Billionen Staaten, diese 10 Billionen Marke überschritten haben. 30% des weltweiten Wachstums ist allein auf das Wachstum China zurückzuführen. Und in der Region Asien-Pazifik ist 50% des Wachstums auf das Wachstum China zurückzuführen. Pro Kopf lag das Bruttoinlandsprodukt vor 40 Jahren bei nur 156 US-Dollar und liegt das jetzt
bei jedem Chinesen schon bei 9.000 US-Dollar. So von 100 US-Dollar auf 9.000 US-Dollar in 40 Jahren. Wir haben in 30 Jahren jedes Jahr ein zweistelliges Wachstum gehabt. Es hat in der menschlichen, modernen Geschichte noch nie gegeben, dass ein Land 30 Jahre lang immer zweistellig wächst. Und nirgendwo steht es in Geschichtsbüchern, dass die Marktwirtschaft auch im Sozialismus funktioniert. Ob Sie glauben oder nicht, die Fakten sprechen dafür, dass in den 40 Jahren das in China klappt. Die Lebenserwartung der Menschen ist von 36 auf 74 gestiegen. Wir haben praktisch 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit. Und jetzt haben wir in China eine Mittelschicht von 400 Millionen Menschen, jeder mit mehr Einkommen als 40.000 US-Dollar. Und das ist eine große Leistung. Viele unserer Freunde können gar nicht anfangen mit der Zahl 1,3 Milliarden Menschen. Was heißt das? Das heißt, jeder Fünfte auf der Welt ist ein Chinese. Wenn jedem Fünften besser geht, einen besseren Lebensstandard hat, das ist doch ein großer Beitrag zur Stabilität und zum Frieden in dieser Welt. Wir leben hier in einer turbulenten Welt, voller Kriege, regionale Auseinandersetzungen, Flüchtlinge, Katastrophen. Wir brauchen ja mehr Sicherheit. Wir brauchen Bekämpfung der Armut. Und China geht mit gutem Beispiel voran. Natürlich sind wir stolz auf die erzielten Erfolge. Aber für diesen Erfolge haben wir einen enormen Preis gezahlt. Jeder Chinese will jetzt Wohlstand, Geld verdienen, Wohnung kaufen, Auto kaufen. In Peking waren vor 10 Jahren 5 Millionen Radfahrer. Jetzt haben wir in Peking 6 Millionen Autos. Davon 40% Autos aus Deutschland. Und jetzt hat man den Smog. Über 90% der Seen und Flüsse sind verunreinigt. Das soziale Gefälle vergrößert sich. Die Umwelt hat sich verschlechtert. Also wir haben einen besseren Lebensstandard, aber die Lebensgrundlage hat sich verschlechtert. Eben hat der Rektor gesagt, in China erleben wir solche Verhältnisse wie in den 70er Jahren im Ruhrgebiet. Und jetzt das kostbarste, sagen wir, blauen Himmel, sauberes Wasser und sichere Nahrungsmittel. Die ökonomische oder ökologische Fragen sind keine Frage der Ökologie. Für uns, das sind die Fragen der Gesellschaft, die Fragen der Politik. Die Regierung steht unter enormem Druck, das Umweltbewusstsein der Menschen wächst. Wir müssen tun, um die Lebensgrundlage der Menschen zu verbessern. Wir müssen tun, um die Wirtschaft noch effizienter zu gestalten, noch ökologischer zu gestalten. Früher hieß immer der Slogan Wachstum, Wachstum, nochmal Wachstum. Und jetzt heißt statt Quantität mehr Qualität und mehr Ökologie. Was machen wir mit dem Umwelt? Im Zuge gerade zu Ende gegangener Jahr gab es weltweit immer wieder Hitzewellen. Wir erleben hier Jahrhundertdürre, auch in Europa. Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme, darunter selten gesehene Stürme wie Supertaifun oder Hurrikan Florenza. Der Klimawandel, der sich vor allem durch die Erderwärmung bemerkbar macht, hat bereits jetzt massive Konsequenzen für Natur, Umwelt sowie die Umweltentwicklung.
Im Zuge der globalen Erderwärmung hat sich auch Chinas Klima in den vergangenen 100 Jahren verändert. Zum einen ist die Durchschnittstemperatur in den letzten 100 Jahren in China um 0,5 bis 0,8% gestiegen. Dieser Wert ist etwas höher als der durchschnittliche globale Temperaturanstieg im selben Raum. Die Erderwärmung hat sich vor allem in den letzten 50 Jahren, besonders in den letzten 40 Jahren, bemerkbar gemacht. Zwischen 1986 und 2005 gab es landesweite 20 milde Winter in Folge. Ich bin jetzt schon mehr als 6 Jahre als Botschafter in Deutschland. Ich erlebe auch milde Winter, kaum Schnee und viel Regen. Der Schnee war und weiße Weihnachten ist auch sehr selten geworden. Aber in China noch viel mehr. Im Zuge der zunehmenden Erderwärmung und Trockenheit hat auch die Versandung im Norden des Landes stark zugenommen. Der Temperaturanstieg hat zu einem vermehrten Auftreten von Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall und verdorrte Grasland geführt, was negative Auswirkungen auf die Qualität und Quantität landwirtschaftlicher Produkte hatte. Zweitens haben extreme Temperaturen und ungewöhnliche Klimaphänomene in den vergangenen 40 Jahren an Häufigkeit und Stärke zugenommen. Im Norden kam es vermehrt zu Dürren, im Süden zu Überschwemmungen. Beide Arten von Naturkatastrophen haben auch an Häufigkeit zugenommen. Drittens ist der Meeresspiegel an der Küste in den vergangenen 50 Jahren um durchschnittlich 2,5 mm pro Jahr angestiegen, was einem Anstieg von 12,5 cm über 50 Jahre entspricht. Viertens wurde im Westen Chinas ein Gletscherrückgang von ungefähr 80% verzeichnet. Große Flüsse, Ursprung, die Quelle der großen Flüsse wie Yangtze, Gelbe Fluss, haben ihren Ursprung in den Gletscherregionen und der Hochebene und graduelle Ausschöpfung der Wasserressourcen aus Schmelzwasser stellt auch eine zunehmende Bedrohung für die Wasserversorgung, nicht nur in China, sondern auch Südostasien dar. Man kann sagen, dass China eines der vom Klimawandel relativ stark betroffenen Länder ist. Um diese Herausforderungen adäquat zu begegnen, hat die chinesische Regierung in den vergangenen Jahren den Fokus auf Transformation und Innovation gelegt, um eine grüne, kohlenstoffarme Entwicklung voranzutreiben. Im Jahr 2015 hat die chinesische Regierung das Klimaentwicklungsziel 2030 ausgegeben. Dieses beinhaltet zum einen die Verpflichtung, bis spätestens 2030 den höchsten Stand der Treibhausemissionen zu erreichen. Das heißt, jetzt haben wir diesen Scheitelpunkt noch nicht erreicht. Und zweitens sollen die Kohlenstoffemissionen pro Bruttoinlandsprodukteinheit bis 2020 um 40 bis 45% bis 2030 um 60% reduzieren. Die Emissionen um 50% bis 2020 und 2030 60% senken. Das ist das Ziel. Damit verbunden sind auch Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen, die auch kompensiert werden müssen. Also diese Strukturwandel sind auch verbunden mit Schicksalen,
hunderttausende Menschen. Drittens soll der Anteil der erneuerbaren Energie an Gesamtenergie von jetzt, von 2020 15% auf 20% im Jahr 2030 erreicht werden. Und jetzt liegt das bei 8%. Und wir wollen von 15% auf 20% steigen. Ein viertens, sehr wichtiges Ziel ist die Nutzung von Wäldern als Kohlenstoff senken. Basierend auf Werten von 2005 soll bis 2020 eine Fläche von 1,3 Milliarden Quadratmeter aufgeforstet werden. Bis 2030 sollen insgesamt 4,5 Milliarden Quadratmeter neue Waldfläche entstehen. In diesem Rahmen, im Rahmen dieser im Jahr 2015 beschlossenen Ziele hat die chinesische Regierung eine Reihe konkreter Maßnahmen ergriffen. Erstens wurde die wirtschaftliche Struktur angepasst, technische Fortschritte angestoßen, um einen effizienteren Energieverbrauch zu erreichen. Die Transformation der Wirtschaft bedeutet auch qualitatives Wachstum statt schnellem Wachstum und strukturierendes Wachstum statt Flächenexpansion. Der zweite Punkt hat den Ausbau kohlenstoffarmer und erneuerbarer Energie zur Optimierung der Energiestruktur zum Ziel. Wir beobachten mit großer Aufmerksamkeit auch die Politik der Energiewende in Deutschland. Die größte Herausforderung ist, man steigt aus Kernenergie aus, man steigt aus der Kohle aus, aber wie kann das Vakuum gefüllt werden? Das ist ein großes Problem für Deutschland. Wir beobachten das ganz genau, weil die erneuerbare Energie nicht so schnell dieses Vakuum füllen kann. Die dritte Maßnahme betrifft die rasche Aufforstung zum Schutz und Aufbau der Umwelt. All diese Maßnahmen zeigen bereits deutliche Wirkung. Die neuesten Zahlen belegen, dass die Kohlenstoffintensität pro Einheit in China bis 2017 bereits um 46% zurückgegangen ist. In den drei vorherigen Jahren war das Ziel von 40-45% Reduktion ebenfalls erreicht worden. Im primären Energiebereich haben die erneuerbare Energie bereits einen Anteil von 13,8%. Bis zu den anvisierten 15%-Ziel ist es noch ein weiter Weg, aber bis 2020 werden wir dieses Ziel mit Bestimmtheit erreichen. Wir haben bereits eine Fläche von 2,1 Milliarden Quadratmeter aufgeforstet. Und das Ziel für 2020 damit schon übertroffen. Das ist eine sehr gute Grundlage für die Verwirklichung der gesetzten Ziele. Wir haben auch genau die Maßnahmen und in Deutschland betrachtet. Leider kann Deutschland ihre Verpflichtungen, die Deutschland abgegeben haben, bis heute nicht voll nachgehen. Des Weiteren ist auch der Aufbau eines nationalen Emissionssystems, das es China erlaubt, die Marktmechanismen zur Kontrolle der Treibhausemissionen zu nutzen, um eine wichtige systematische Erneuerung. Der Aufbau eines solchen Emissionshandelssystems ist ein extrem komplexer Prozess. China hat im Jahr 2011 in 7 Provinzen und Städten ein Pilotprojekt zum CO2-Emissionshandel gestartet.
Die Erfahrungen aus diesen Pilotversuchen bilden eine gute Grundlage für die Etablierung eines landesweiten einheitlichen Emissionshandelssystems. Gleichzeitig hat China auch von den Erfahrungen aus der EU und Kalifornien gelernt. Nach ausgiebigen Vorbereitungen errichtet China Ende 2017 im Stromsektor auch ein Emissionshandelssystem. Die Menge von Emissionen und Emissionshandel in einem Markt wie in China beläuft sich jetzt auf ca. 3 Milliarden Tonnen. Das ist damit viel höher in jedem anderen Land in der Welt. In der EU sind ca. 1,7 Milliarden Tonnen. So spielt der CO2-Markt bei der Kontrolle der Emissionen und der Förderung der regionalen emissionsarmen Entwicklung eine sehr wichtige Rolle. Basierend auf dem Emissionshandelssystem für die Elektrizitätsbranche wollen wir den CO2-Markt graduell auf andere Bereiche ausweiten. Eine weitere wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel ist die Entwicklung der E-Mobilität in China. In den vergangenen Jahren hat China die Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb stark vorangetrieben. Weltweit sind 2 Millionen Elektroautos und davon schon 1 Million in China. In 3 Jahren werden wir noch weitere 2 Millionen Elektroautos produzieren. Ich kann Ihnen sagen, auf dem Gebiet des traditionellen Autos werden wir Deutschland kaum einholen oder aufholen, aber im Gebiet von Elektromobilität sind wir auf gleicher Augenhöhe. China wird der größte Markt und auch der größte Produzent von Elektroautos sein. Deshalb haben die 3 große Autokonzerne jetzt massiv in China investiert im Bereich Elektromobilität. In der Stadt Shenzhen in Südchina sind alle Busse Elektrobusse, alle Taxis Elektroautos. Wir praktizieren schon in 30 Städten mit je mehr als 3000 Elektrobussen. Diese Tendenz fördert auch der Staat. Wir haben auch mit der Bundesregierung eine strategische Allianz im Bereich E-Mobilität geschlossen. Wir haben auch auf der Regierungsebene eine Vereinbarung zum autonomen Fahren unterzeichnet. Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels haben nicht nur die Entwicklung der Wirtschaft unterstützt, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Verlangsamung des weltweiten Klimawandels geleistet. In 40 Jahren Reform- und Öffnungspolitik hat China im Bereich Energieeinsparung und Verbrauchssenkung beachtliche Erfolge erzielt. So verzeichnete der Energieverbrauch pro Einheit eine rückläufige Tendenz. Im Vergleich zum Jahr 1978 war der Verbrauch im Jahr 2017 um 77% zurückgegangen. Das sind 3,7% im Jahresdurchschnitt. Laut Statistiken der Weltbank betragen die Energieeinsparungen in China seit 2015 mehr als 50% der weltweiten Energieeinsparungen. Was die erneuerbare Energie angeht, so verfügt China mittlerweile bereits über eine installierte Kapazität von 650 Millionen Kilowatt. Das entspricht etwa 28% der weltweiten installierten Kapazitäten der erneuerbaren Energie.
In den letzten 5 bis 6 Jahren investiert China weltweit am meisten in erneuerbare Energien. Man kann sagen, dass die Entwicklung der erneuerbaren Energie zu einer enormen Kostensenkung im Bereich Photovoltaik und Windenergie geführt hat. Somit wiederum einen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energie weltweit geleistet. Meine Damen und Herren, China bekämpft den Klimawandel nicht aus dem Grunde, dass wir um anderen einen Gefallen zu tun, sondern aus eigenem Interesse, um die Lebensgrundlage der Menschen zu verbessern, um die Lebensgrundlage auch der Welt zu verbessern, um einen großen Beitrag zu leisten, damit unser gemeinsamer Erdball besser und bewohnbar gestaltet wird. Natürlich, die Verwirklichung der Ziele bedarf noch weiterer Anstrengung. Die chinesische Regierung hat seither aktiv und konstruktiv an internationalen Klimaverhandlungen teilgenommen, anfangs mit der Verabschiedung eines Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderung im Jahr 1992, über das Kyoto-Protokoll im Jahr 1997 bis zum Pariser Klimaabkommen 2015. China ist entschlossen, die Prinzipien der Abkommen zu respektieren und einzuhalten. Wir sind auch bereit, mit anderen gemeinsam an die Probleme ranzugehen, auch wenn die Amerikaner jetzt aus dem Klimawandel aussteigen, stehen wir auch mit ihnen, mit den Europäern, weiter zu unseren Verpflichtungen. China war immer ein Teil des weltweiten Kampfes gegen den Klimawandel. In den vergangenen 5 Jahren hat China eine führende Rolle in diesem Kampf eingenommen. Und wir werden auch diese Rolle weiter wahrnehmen. China ist bemüht, den allseitigen Austausch und Dialog zum Thema Klimaschutz zu verstärken und neue Kooperationen mit den anderen Ländern einzugehen. Durch die Süd-Süd-Kooperation unterstützt China andere Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, zum Beispiel die Inselländer, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. China hat bereits mit mehr als 34 Staaten Kooperationen zum Klimawandel unterzeichnet. Wir haben auch Schulungen eingeführt, wo über 1000 Beamte oder Wissenschaftler aus mehr als 100 Ländern dort sich beteiligen. China und Deutschland haben bereits im Jahr 1994 ihre Zusammenarbeit im Bereich Umwelt begonnen. Und diese Zusammenarbeit wird weiter ausgebaut. Bei Personalausbildung, bei Informationsaustausch, bei Rechtsbesprechungen, bei Management und so weiter und so fort. Deutschland ist sehr führend bei Umwelttechnologien und wir brauchen auch mehr Kooperation mit Deutschland. Zum Beispiel 70% der Energie Chinas kommt aus der Kohle. Wir können nicht wie Deutschland aus der Kohle aussteigen. Unser Ziel ist, die Effizienz der Nutzung der Kohle zu erhöhen und mehr moderne Technologie der Kohlevergasung, der Kohleverflüssigung, Kohlechemie in China voranzutreiben. Und auf diesem Gebiet verfügt Deutschland über moderne Technologie. Wir sehen das auch ein neuer Bereich der Kooperation zwischen China und Deutschland. Wir verfügen über gute Voraussetzungen dafür. Wir haben sehr gute Kooperation, politische Beziehungen. Ich
bin schon über 6 Jahre als Botschafter. In diesen 6 Jahren habe ich 2-mal unseren Staatspräsidenten hier in Deutschland begleitet, unseren Ministerpräsidenten 4-mal in Deutschland betreut und beide Bundespräsidenten, Bundespräsident Gauck und Bundespräsident Steinmeier, habe ich nach China begleitet. Und die Bundeskanzlerin Merkel war in ihren 13 Amtszeiten schon 11-mal in China. Und ich habe sie 7-mal in China begleitet. So eine Intensität gibt es nur zwischen China und Deutschland. China ist schon seit 2 Jahren der größte Handelspartner Deutschland geworden. Das heißt, der Handel zwischen China und Deutschland ist viel größer als zwischen China und den Vereinigten Staaten. Viele können das nicht glauben, aber das ist wahr. Es wird mit Abstand so sein, weil der Handel zwischen China und Deutschland ist in den vergangenen 2 Jahren jeweils um 12% gestiegen. Und der Deutschland mit den USA ist nur um 0,8%. Und wer kann die Zukunft voraussagen, wie das dann aussehen wird? Deutschland hat 8.000 Firmen in China und wir haben jetzt über 3.000 chinesische Firmen in Deutschland. Ich sehe ein großes Potenzial in diesem Bereich, auch gerade im Bereich des Klimawandels werden wir viel enger zusammenarbeiten. Es liegt im Interesse beider Länder, auch im Interesse der Völkergemeinschaft in dieser Welt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.